Wir alle leben ja in einer besonderen Zeit. Das ist nicht so normal wie noch vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren, wo man alles einigermaßen vorherbestimmen konnte, was so als nächstes kommt, sondern es ist fast so, dass wöchentlich, täglich Dinge, Nachrichten sich überschlagen, wie Menschen und wie Situationen und wie Umstände sich ganz stark auf das Zusammenleben der Menschen auswirken und wie Kriege und Erdbeben und all die Dinge, die wir die letzten Wochen und Monate mitbekommen, auch die Seele von Menschen beeinträchtigen. Und wahrscheinlich hat es noch nie eine Zeit gegeben in der neueren Zeit, in der wir leben, wo so viele Menschen so gehandicapt waren und so verunsichert waren und so voller Angst und psychosomatischer Störungen und Dingen, die sie innerlich unfrei machen. Wahrscheinlich in der neueren Zeit, ja, so lange ich lebe, ja, habe ich diese Zeit so stark, das, was wir an Störungen in der Seele eines Menschen wahrnehmen, in dieser Massivität eigentlich noch gar nicht vorgefunden. Und ganz viele Menschen haben Zwänge bekommen, Störungen in ihrem Denken. Mit den Kindern ganz stark sehen wir das in den Schulen, auch durch die Corona-Pandemie. Ja, wir haben jetzt die neuesten Berichte von letzter Woche, dass jedes fünfte Kind, das in die Schule geht oder ging, durch diese Pandemie irgendwo in ihrer Seele oder seiner Seele gestört oder beeinträchtigt worden ist. Und das sind massive Zahlen. Wir reden hier von Hunderttausenden von Kindern und jungen Menschen in unserer Zeit, ganz frisch in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Und ich hörte eine Zahl und das fand ich sehr interessant. Wenn du heute ein psychologisches Gespräch, ein Erstgespräch haben willst, weil du irgendwo psychologische Hilfe brauchst, du musst heute in Deutschland, hier in Stuttgart manchmal, 6 bis 9 Monate warten, um überhaupt einen freien Platz zu bekommen. Das alleine zeigt schon die Not, die um uns herum passiert und manchmal ganz in unserer Nähe und manchmal unverhofft wirst du damit konfrontiert, wie es uns neulich ergangen ist. Ich war einkaufen mit meiner Frau in einem Einkaufszentrum in der Nähe von Stuttgart und meine Frau war in einem schönen Kleiderladen und ich bin schon einen Laden weitergegangen, weil da gab es was für Männer zum Schauen und zum Kaufen. Und dann warte ich da in dem Laden und meine Frau sagte, ich komme gleich und sie kam einfach nicht. Und dann habe ich sie auf dem Handy angerufen und habe gesagt, was ist los? Und sie sagt, du, ich bin hier draußen, kannst du mal schnell rauskommen? Ich kann jetzt nicht kommen, ich kann dir auch nicht sagen, was los ist. Also habe ich alles zurückgelassen dort und bin rausgegangen und in dieser Vorhalle von diesem Einkaufszentrum oder in diesem, was war das, so eine Empore in einer Galerie, da saß meine Frau in so einer Sitzecke mit einer afrikanischen Frau und die hatte 3 Kinder und von den 3 Kindern, eins war noch ganz klein, das mittlere war komplett von der Rolle. Und das Kind schrie überall in der ganzen Halle rum. Ich ging zu meiner Frau und sagte, was ist denn hier los? Und ich sagte, dieses Kind hat das ganze Einkaufszentrum hier praktisch mit den Schreien und mit dem Benehmen praktisch Schachmatt gesetzt. Ja, alle Leute schauten, niemand unternahm etwas. Die Mutter war total verzweifelt und wusste nicht, was sie tun sollte. Und dann ist meine Frau zu der Mama hin, hat gesagt, können wir Ihnen irgendwas helfen? Und ihr Kind hat ja ein Problem, das sieht man ja. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann rief sie mich an, dann kam ich dazu. Und dann haben wir uns zu dem Kind gesetzt, die Mama gefragt, ob wir für das Kind beten dürfen. Und wir haben ihr erzählt, dass Jesus sie lieb hat und dass Jesus diesem Kind gerne helfen möchte. Und die Mama hat gesagt, ja, sie hat gehört von Jesus und sie glaubt, dass Jesus helfen kann, weil ihr kann niemand mehr sonst helfen. Und dann haben wir uns rechts und links neben dieses kleine Mädchen gesetzt und angefangen, für dieses Kind zu beten. Und zwar ganz konkret zu beten. Zu beten, dass Gottes Kraft zu diesem Kind kommt und es befreit von was immer dieses Kind in diesem Augenblick so gequält hat, und was auch immer die Ursache war, dass dieses Kind total ausgerastet ist und dass niemand in dem ganzen Haus sie kontrollieren konnte.
Da ist was Interessantes passiert. Während wir so ein, zwei Minuten gebetet haben, mitten Leute standen alle drumherum, die gingen einkaufen wieder. Es beruhigte sich langsam die Szene. Das Kind wurde immer ruhiger. Nach ein, zwei, drei Minuten war einfach Friede in diesem Kind. Wir haben all den Dingen befohlen, in dem Namen Jesus, dieses Kind in Ruhe zu lassen, die dieses Kind vorher gequält haben. Und das ist so interessant. Ja, mitten im Alltag werden wir mit den Dingen konfrontiert und mitten im Alltag will Jesus Menschen helfen. Auch dir am Livestream, wo immer du gerade bist. Ja, Jesus will dir helfen, weil er helfen kann. Und er hat alle Macht dazu im Himmel und auf der Erde. Und damit bin ich schon bei dem Wichtigsten gelandet, worüber man überhaupt sprechen kann. Das ist nämlich der, der uns Menschen Freiheit und Befreiung schenkt und auch schon gebracht hat, als er am Kreuz für uns starb. Und das ist der Messias, das ist Jesus. Lass mich mal zu Jesus ganz kurz am Anfang unseres Studiums etwas sagen. Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus ganz exemplarisch für sein ganzes Kommen und Dasein, für sein Mandat, für seine Aufgabe, die er gekommen, wozu er gekommen ist. Er sagt, dazu ist der Sohn des Menschen gekommen. Das ist seine Bestimmung, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zwei Dinge sind ganz wichtig hier. Gott sucht Menschen, und zwar eine ganz besondere Art von Menschen, nämlich Menschen, die verloren sind. Menschen, die Nöte haben, Menschen, die unfrei sind, Menschen, die innerlich verzweifelt sind, Menschen, die weit weg sind von Gott. Menschen, die keine Ahnung haben, dass es jemand gibt, der sie lieb hat und der sich ihrer annehmen möchte, die sucht Jesus. Und das Interessante ist, dass Jesus sie heute sucht durch dich und durch mich. Gestern gehe ich irgendwo in der Nähe von Stuttgart durch eine Straße mit meinem Enkelsohn und dort begegnet mir eine Frau aus der Ukraine. Und sie bleibt stehen und sagt, ist das ihr Sohn? Er hat gesagt, nein, das ist nicht mein Sohn, das ist mein Enkelsohn. Ich sehe noch sehr jung aus. Da hat sie gedacht, das ist wahrscheinlich der Papa. Nein, nein, das ist mein Adoptiv-Enkelsohn aus Afrika. Und da war sie ganz beglückt und hat gesagt, ja, sie hat auch drei Kinder, auch von einem schwarzen Mann, die sind eben ein bisschen weiß, sie war weiß, ja, die Kinder so ein bisschen wunderschöne braune Farbe und ihr Mann ist eben auch aus Afrika. Und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und da habe ich die Not dieser Frau gesehen, während wir über was ganz anderes gesprochen haben. Gott sucht Menschen und er hat uns da irgendwo auf der Straße per Zufall, wie auch immer, zusammengebracht. Und dann konnte ich sie einladen hier ins Gospel Forum, konnte ihr was geben, ja, für ihre Not, ganz praktisch, ganz hilfreich. Und das ist der Herzschlag von Jesus. Er sucht Menschen, die in Not sind, die Hilfe brauchen, die gebunden sind, die unfrei sind. Und er will ihnen helfen. Das ist das Zweite. Das griechische Wort an dieser Stelle, sozo, heißt retten, helfen, befreien. Es kann auch heilen bedeuten. Das heißt, Jesus ist gekommen zu suchen und zu befreien. Und es ist ganz wichtig, dass wir das von Anfang an wissen. Jesus hat ein Herz, Menschen zu befreien von Dingen, die sie innerlich gebunden halten. Das ist sein Mandat, darum ist er gekommen, zu suchen und zu helfen, zu retten und zu befreien, was immer verloren ist, was immer Hilfe braucht. In seiner Rede, gleich am Anfang seines Dienstes, in Lukas Kapitel 4, Vers 18, diesem herrlichen Vermächtnis von Jesus, sagt er Folgendes. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus sagt, der Heilige Geist und seine Salbung ist auf mir. Gott hat mich gesalbt. Und dann nennt er fünf Dinge, wozu er kam und gesalbt war von Gott. Das sind auch die Dinge, zu denen Gott uns berufen und gesalbt hat. Und er sagt, das erste ist Evangelium, die frohe Botschaft allen Menschen zu verkündigen. Ja, ganz Deutschland soll hören, dass es einen Messias gibt, einen Gott, der uns Menschen lieb hat und der uns Freiheit anbietet und der für uns gekommen ist. Und dann nennt er bei diesen fünf Dingen zwei Dinge, die der Heilige Geist in seinem Herzen und auf ihm und in ihm und durch ihn wirken will. Und das Erste, was er sagt, was mit Freiheit zu tun hat, er hat mich gesandt, den Gefangenen
Freiheit auszurufen. Das ist, wozu Jesus kam. Hier sagt er es in dieser Synagoge. Sagt, das ist mein Mandat. Die Salbung Gottes ist auf mir. Die Salbung Gottes ist auch auf dir und auf mir, um Gefangenen Freiheit auszurufen. Und das mache ich mal gleich heute Morgen allen Gefangenen jetzt am Livestream hier in diesem Raum. Ich rufe aus über dir, dass Jesus vollkommene Freiheit für dich hat. Denn wen der Sohn frei macht, sagt die Heilige Schrift, der ist wirklich frei. Nicht ein bisschen frei, nicht 10% frei, das gibt's auch. Aber Gott will dich wirklich frei machen. Und das ist 100%. Und das ist powerful. Und wir werden in diesen nächsten Wochen richtig powervolle Zeiten haben, weil Freiheit ist was unglaublich Erstrebenswertes. Etwas, wonach jeder Mensch sich sehnt. Und Jesus sagt, das Erste, was mit Freiheit zu tun hat, wozu ich gesalbt bin, sagt er, ist Freiheit, den Gefangenen auszurufen. Und das Zweite, was er sagt, ja, von den 5 Dingen spricht er 2-mal über Freiheit. Er sagt, das Zweite ist den Zerschlagenen oder die Zerschlagenen, die innerlich kaputt gemacht worden sind, so kannst du es auch übersetzen, ja, die innerlich gemobbt und innerlich zerstört worden sind und die innerlich in ihrer Struktur, ihrer Seele irgendwo auseinandergerissen sind, vielleicht gespalten sind, die innerlich zerstört worden sind in ihrem Herzen, um sie in Freiheit hinzusenden. Das heißt, ich mache was mit ihnen und dann sende ich sie hin in Freiheit. Irgendwas wird passiert sein durch die Salbung, die auf Jesus war. Und genauso ist es bei uns, ihr Lieben. Gott hat uns gesalbt, neben der Verkündigung des Evangeliums und dass die Blinden wieder sehen sollen. Er hat uns genauso diese 2 Dinge gegeben, den Gefangenen Freiheit auszurufen und diejenigen, die zerschlagen sind, in Freiheit hinzusenden. Zu sagen, wir machen was mit der Salbung, damit du in Zukunft in Freiheit leben kannst. So, das ist das Mandat des Sohnes Gottes. Das ist, warum er gekommen ist. Menschen frei zu machen. Und das macht er, weil er Menschen liebt. Weil er dich liebt und mich liebt. Und weil er es in seinem Herzen nicht ertragen kann, wenn Menschen in Bindungen, in innerer Zerstörtheit, in geistlicher Umnachtung, in großen Schmerzen gequält sind. Gott kann es nicht ertragen. Er sendet Jesus und sagt, ich will diesen Zustand verändern. Und heute sende ich meine Kirche, meine Männer, meine Frauen, meine Söhne, meine Töchter, um diesen Dienst fortzusetzen, den ich vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde begonnen habe. Ich würde mal gerne eine Frage an dieser Stelle stellen, an uns alle, auch vielleicht an deine Kleingruppe, wo immer ihr auch über dieses Thema sprecht. Wovon wollte Jesus eigentlich Menschen befreien? Was könnte das im heutigen Kontext unserer Gesellschaft, mit dem heutigen Vokabular, was könnte das heute bedeuten? Ich habe mir mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Dazu gehören alle Arten von Zwängen zum Beispiel, von denen Gott uns befreien will, von Phobien. Ich habe noch nie so viele Menschen kennengelernt, die davon reden, dass sie Ängste haben, die sie nicht unter Kontrolle bekommen. Schlaflosigkeit. Wir hatten jetzt 2 Frauen aus der Ukraine vor 2 oder 3 Wochen, die hier bei einem Gebet nach vorne kamen und für sie wurde gebetet. Und sie konnten aufgrund ihrer Traumas, die sie durch den Krieg in der Ukraine erlebt haben, nachts nicht mehr schlafen. Und nach diesem Gebet, das war die erste Nacht, wo sie wieder die ganze Nacht durchschlafen konnten. Das ist, was Jesus tut, durch ein einfaches Gebet. Jesus will uns befreien von inneren Verletzungen, die uns Menschen zugefügt haben, von Dingen, die uns in unserer Seele zerstören wollten. Er will uns aber auch von uns selber befreien. Ganz vielen Stellen im Neuen Testament steht, Jesus will uns von uns selber, von unserem Ego, von unserem alten Fleisch, von unserem alten Denken, von unserem alten Ziele setzen, ja, dass ohne ihn so irgendwo sind wir dahergelebt früher. Er will uns davon befreien, von Lästergedanken, von unkontrollierbaren emotionellen Ausbrüchen. Ja, das haben wir alle schon erlebt. Wenn Menschen dich total nicht mehr im Griff haben,
und dann emotionell total unkontrolliert über andere herfallen. Ich habe das so oft schon in meinem Leben erfahren. Und manchmal habe ich auch bei mir gemerkt, oh, wenn Jesus nicht da wäre, ich würde auch wahrscheinlich unausstehlich sein. Vielleicht du auch, ja, wenn wir ehrlich sind. Ohne den Friedefürst in unserem Herzen werden wir wahrscheinlich alle sehr unausstehlich. Jesus will uns befreien von chronischen Krankheiten. Von Krankheiten, wo es auch keine ärztliche Hilfe gibt. Wo er sagt, ich will aber Freiheit in diesen Prozess der chronischen Krankheit bringen. Er will Freiheit von Gewalt bringen. Ja, manche Menschen sind so gewalttätig. Auch manchmal verbal gewalttätig. Er will uns befreien von Perversionen, von Süchten, von charakterlichen Deformationen. Ja? Das kennst du alle. Leute, die sind unausstehlich. Manchmal sogar der eigene Chef oder der Lehrer oder ein Schüler oder Professor oder wer auch immer. Ja? Eine Person, die manchmal das ganze Geschehen in einer negativen Weise bestimmt. Und da will Gott uns befreien. Das ist so wunderschön. Er will uns von okkulten Belastungen befreien, von quälenden seelischen und gedanklichen Zuständen, wo sich alles nur noch um das Negative dreht, um das Depressive, das, was uns runterzieht, was uns innerlich zerstört. Davon will Jesus dich und mich, uns alle befreien. Er will uns befreien von den Folgen von Missbrauch, Folgen von jeder Form von Mobbing, von Missbrauch auch von Leiterschaft, Missbrauch von verbaler, negativer Power, ja, die Menschen dann eingeschüchtert und zerstört hat. Davon will Jesus heilen und befreien. Und eins habe ich gelernt, gerade wenn wir über Befreiung sprechen, auch im Lichte der Bibel. Für Jesus ist es ganz wichtig, dass wir auch ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Zum Beispiel sagt Jesus bei dem Kind, was so belastet war und immer ins Feuer gefallen ist und sich verbrannt hat und schwer verletzt hat, fragt er die Eltern, wie lange hat er denn das schon? Und die Eltern haben schon entdeckt, Mensch, da steht irgendwie eine Macht dahinter, die muss irgendwie weg, damit unser Kind wieder ganz normal sein kann. Und das Interessante ist, Jesus fängt nicht sofort an, für dieses Kind zu beten oder zu befehlen oder irgendwas zu tun, sondern er fragt erstmal, was ist eigentlich die Ursache? Wie lange hat das Kind das schon? Ist es etwas, was vorgeburtlich stattgefunden hat, von Geburt an oder nach der Geburt oder ab dem dritten Lebensjahr oder wo auch immer? Und was ist dann dort passiert und ursächlich dafür verantwortlich, dass es so gekommen ist? So. Das ist was ganz Wichtiges, wenn es um Befreiung geht, dass wir uns nicht scheuen, auch auf die Ursachen zu schauen, warum Dinge so geworden sind, wie sie sind. Woher kommt was? In welchem Umfang findet es statt? Wie können wir es loswerden? Das sind ganz wichtige Fragen, über die wir uns dann auch in der Zukunft unterhalten werden. Vielleicht noch für heute drei Dinge, die ich sehr wichtig finde. Drei Dinge, mit denen du und ich, mit denen jeder Mensch auf der ganzen Welt es zu tun hat, wenn es um Befreiung geht. Manche Dinge sind ganz offensichtlich, manche sind nicht so offensichtlich. Ich würde mal so sagen, eines der größten Herausforderungen, was wir Menschen haben, sind wir selber. Das bist du und ich. Und zwar nicht wir als Ganzes, so als wiedergeborene Christen, sondern mehr unser Fleisch, unser alter Adam. Unsere alte, unerlöste Natur. Die Katholiken würden sagen, das, was mit unserer Erbsünde zu tun hat, ja, was wir irgendwie von Adam mitbekommen haben, ja, diese Fähigkeit, Böses zu tun, dieses fleischliche Denken, dieses adamitische Wesen. Ich hoffe, jeder kann ein bisschen nachvollziehen, was das ist. Im Prinzip unser alter Mensch. Das ist mit unser Hauptproblem. Nämlich, all das, was ohne Jesus unerlöst in uns über Jahre, manchmal Jahrzehnte aufgewachsen ist, an falschem Denken, falschem Reden, falschem Handeln und was die Bibel das Fleisch nennt. Und Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem alten Ego, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt.
So, ich habe was ganz Interessantes dir zu sagen, ja. Das alte Fleisch, ja, das sterben muss, das können wir nicht austreiben, das können wir nicht irgendwie anders wegkriegen, sondern das muss einfach sterben. Und der neue Mensch, Jesus Christus in uns, der muss immer mehr zur Blüte kommen. Ja? Dann kommst du in das Vollmaß von Freiheit hinein. Also das ist die eine Herausforderung, das sind wir selber, unser Fleisch. Die zweite Herausforderung, vor der die Bibel uns ganz klar auch warnt, uns ganz klar darüber aufklärt, wo viele Christen gar nicht so viel Ahnung heute haben, nennt die Bibel die Welt. Und die Welt ist nicht einfach so die Welt um uns herum, sondern die Welt, wenn die Bibel von weltlichem Denken oder die Lust dieser Welt oder die Welt, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, dann meint die Bibel mit der Welt ein System. Ein System, was ohne Gott lebt und ohne Gott sich selbst Sinn gibt und funktioniert und sagt, ist ja alles so in Ordnung, wir machen es so, wie wir denken, dass es richtig ist. Das nennt die Bibel die Welt. Es ist ein System auf dieser Welt, das ohne Gott vor sich her lebt, vegetiert oder wie auch immer. Und das ist interessant. Die Bibel sagt, wir sollen die Menschen in dieser Welt lieben. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Ja, die Menschen, die verloren sind. Aber wir sollen nicht das System dieser Welt lieben, das sich von Gott getrennt, ohne Gott, ohne seine Liebe, ohne seine Werte, ohne seine Impulse, versucht selber zu verwirklichen. Wenn wir diese Welt nicht aus uns raushalten, werden wir immer unfrei sein, weil diese Welt hat ganz, ganz viele Bindungen und ganz, ganz viele Unfreiheiten und merkt selber oft nicht, wie sie sich selber damit zerstört. Nehmen wir ein Beispiel, ja, ein schwer drogenabhängiger junger Mann als Beispiel. Er denkt, die Drogen geben ihm das, wonach seine Seele sich sehnt. Aber immer dann, wenn die Drogen ihre Wirkung verlieren, ja, dann merkt er, er braucht mehr von diesen Drogen. Und er muss dann klauen gehen oder irgendwas tun, um das Geld zu beschaffen für die Drogen. Und er kommt immer mehr in diesen Teufelskreis hinein. Ja, und so ist es manchmal mit der Welt. Sie sieht gar nicht, dass ohne Gott zu leben, eigentlich das genau der Zustand ist, der den Menschen unfrei werden lässt. Und dann gibt es eine dritte Dimension von Herausforderung. Und ihr Lieben, über diese Dimension werden wir auch hier ein bisschen intensiver sprechen. Das nennt die Bibel den Teufel und seine Handlanger. Das heißt, ein System, ein geistliches System, ein personales System, was unsichtbar ist und was böse ist und was den Menschen zerstören will. Und das ist interessant, dass es gerade manche Theologen gibt, die genau das leugnen, was Jesus in so klarer Weise in der Bibel immer und immer und immer wieder betont. Dass es einen Feind gibt für die Menschen. Und das ist der Teufel, das ist eine Person, ein personales Wesen. Und der ist unsichtbar und er hat ganz viele Handlanger. Das nennt die Bibel böse Geister oder auch dämonische Wesen und so weiter, solche Dinge. Also unsichtbare Kräfte und Energien, die versuchen, auf den Menschen in böser, hinterlistiger Art und Weise Einfluss zu nehmen. Und auch davon will Jesus uns befreien. Nicht nur vom Fleisch, nicht nur von Welt und weltlicher Denkweise, sondern auch von diesen Kräften, von personalen, bösen, hinterlistigen, den Menschen zerstören wollenden geistlichen Kräften, die auf das Leben, die Seele und das Herz des Menschen Einfluss nehmen wollen. Und diese personalen bösen Mächte oder Kräfte, die da auf Menschen einwirken, die gehen nicht einfach so, sondern da gibt uns die Bibel ganz viele Hinweise, wie wir damit umgehen sollen und wie wir uns schützen können vor ihnen. Und wie wir mit ihnen in Zukunft auch handeln sollen. Ich glaube, wenn wir das lernen, werden wir ein Maß an Freiheit in Deutschland erleben, wie es das noch nie seit Menschengedenken in unserer ganzen Nation gegeben hat. Und ich möchte uns alle ermutigen, nicht auf die zu hören, die genau diesen Bereich von Befreiung,
den Gott uns durch Jesus so wunderbar geschenkt hat, die diesen Bereich attackieren, die da denunzieren, die die Worte von Jesus in den Dreck ziehen, die seinen Dienst an den Gebundenen, die auch diese personalen, energetischen, negativen Kräfte, die auf Menschen Einfluss genommen haben, wo er die bekämpft hat. Da gab es sofort Menschen, die dagegen aufgestanden sind und sagten, das ist doch einer, der ist mit dem Teufel im Bund. Und solche Menschen gibt es auch heute. Und ich möchte dich ermutigen, während wir dieses Thema Befreiung miteinander behandeln, dass wir uns unsere Blicke, unser Herz ausrichten auf den Messias. Wenn es jemand gibt, der Ahnung hat von der unsichtbaren Welt um uns herum, wenn es jemand gibt, der weiß, was Menschen wirklich frei macht und Freiheit bringt, dann ist es Jesus selber. Denn er ist aus der Ewigkeit, aus der unsichtbaren Welt, hier in unsere sichtbare Welt hineingekommen. Und er hat seine Jünger gelehrt und hat uns durch sein Wort beigebracht, wie Menschen zur Freiheit durchbrechen können. Und alles, was er uns sagt, sagt die Heilige Schrift, was er euch sagt, das tut. Und deswegen müssen wir ausschalten und außen vor lassen all die Stimmen, die Menschen eine Horrorangst machen vor diesem Thema, über das wir jetzt reden, die lächerlich machen, was Jesus gelehrt, gesagt und getan hat. Wir müssen außen vor lassen, was manchmal sogar Theologen, die den Anspruch haben, im Namen Gottes zu reden, an falschen Dingen erzählen in Bezug auf das, was Jesus gelehrt und getan hat. Und ich glaube, unser Land, unsere Städte und Dörfer und vor allem unsere Kirchen und Gemeinden zuallererst werden ein Maß an Freiheit erleben, wie es das vielleicht in dieser Weise noch nie gegeben hat. Ich möchte unseren Kleingruppen, uns allen, ein paar Fragen heute mit nach Hause geben. Erste Frage, wo kennst du Menschen? In deinem Umfeld, vielleicht sogar bei dir selber, in deiner Familie, wo du spürst, da müsste eigentlich Befreiung hinkommen. Da braucht es ein größeres Maß an Freiheit von was auch immer. Erste Frage, ganz wichtige, ganz schöne Frage. Die zweite Frage ist, hast du dich schon damit beschäftigt, mit der Frage, wie Menschen frei werden können? Oder nehmen wir es einfach hin, dass diese Dinge in unserem Umfeld passieren und niemand tut etwas dagegen? Könnte es sein, dass Gott dich benutzen will? Eure Kleingruppe, eure Hauskirche, deine Gemeinde, wo immer du gerade bist, vielleicht ganz weit weg hier von Stuttgart, irgendwo hunderte Kilometer, tausende Kilometer weg, könnte es sein, dass Gott dich gebrauchen will? Menschen in die Freiheit zu führen. Ich möchte dich so einladen. Wir werden in den nächsten Wochen darüber lehren und sprechen, wie wir das tun können gemeinsam. Ich möchte dich einladen, diese Fragen mitzunehmen und sie mit deinen Freunden zu besprechen und dann zu sagen, Herr, bitte in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten gebrauch mich, dass ich Dinge von dir lerne, die anderen helfen, in die Freiheit zu kommen, du für sie hast. Amen. Und jetzt lasst uns zusammen aufstehen, ihr Lieben. Und ich würde gerne erstmal Gott danken für sein Wort, weil sein Wort ist die Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf unserem Weg. Und Herr, ich danke dir, dass du Freiheit hast in einem Maß, wie wir das nie haben, uns ausdenken, erträumen oder irgendwie selber vorstellen können. Danke, dass du ganze Städte, ganze Schulen, ganze Nationen befreien kannst. Und das alles in kürzester Zeit. Und so bete ich, dass dein Wort, Herr, überall in unserem Land, in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, in Liechtenstein, überall in Europa, dein Wort Erleuchtung bringt. Ich bete, dass jede Verblendung, wo Menschen diese Wahrheiten der Befreiung bekämpft haben und falsche Dinge gestreut haben und Irrlehren gebracht haben. Ich bete, Herr, dass das richtig zerbrochen wird. Ich bete, dass falsche Lehre, ganz besonders in Bezug auf das Thema Befreiung,
dass es zerbrochen wird durch deinen mächtigen Arm. Heiliger Geist, weil deine Salbung bricht jedes Joch. Und wir beten, Herr, dass die Gedanken unter dein Gehorsam kommen und dass Erleuchtung stattfindet überall im ganzen Land und die Augen der Herzen aufgehen für das, was du denen bereitet hast, die dich lieb haben. Heiliger Geist, komm du wunderbarer Geist der Wahrheit, komm und nimm du das Wort Gottes, lass es überall verkündigt werden. Lass es laufen und verherrlicht werden und lass etwas entstehen an Spannung, an heiliger Erwartung, was du tust in diesen Tagen. Wir danken dir für Durchbrüche deiner Kraft und wir beten, dass die Bollwerke der Finsternis geschliffen werden und dass Menschen zu Tausenden und Hunderttausenden frei werden von der Knechtschaft der Finsternis, von negativen, personalen, bösen Mächten, die sie gefangen halten. In dem Namen Jesu Christi, und wir geben dir Ehre und Ruhm und Macht und Stärke dafür. Break every chain, 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 there is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Halleluja. Und jetzt, ihr Lieben, werden wir was tun. Wenn dir gerade ein Mensch, lass uns das gleich mal praktisch machen, vor Augen steht oder eine Gruppe von Menschen oder eine Familie oder jemand an deiner Arbeitsstelle, Schule, wo auch immer, wo du spürst, hey, da ist jemand so unfrei irgendwo, vielleicht in seiner Persönlichkeit oder in der Art und Weise, wie er lebt oder in der Art und Weise, wie er gebunden ist an Zigaretten oder an Suchtmittel und Alkohol oder was auch immer. Lass uns mal gerade für diese Person beten, für die Gebundenen, die wir kennen. In Jesu Namen. Und auch am Livestream, ja, wenn dir jetzt gerade jemand kommt, lass uns zusammen beten, dass der Heilige Geist jetzt kommt und er bricht das Joch. Du bist gekommen, die Gefangenen frei zu machen. Wir segnen all die vielen, vielen Menschen, für die wir gerade beten, auch in den Hauskirchen, in den Kleingruppen. Und wir beten, Herr, dass sie erleben, wie die Ketten gebrochen werden, wie die Fesseln aufgelöst werden, die gordischen Knoten zerbrochen werden, wie die Machwerke der Finsternis aus ihrem Leben weichen müssen, weil du, der Herr des Himmels und der Erde, Jesus Christus, der König der Freiheit, der Friedefürst in ihr Leben hineinwirkt und die Ketten brechen in Jesu Name. Wir segnen heute auch eine ganze Nation, Herr, die gerade so leidet und so gepeinigt ist. Wir segnen die Ukraine, Herr. Und wir beten, dass unter diesen Millionen Menschen dort und auch hier als Flüchtlinge überall, Herr, wir beten, dass du ihnen allen begegnest, diesen vielen, vielen, vielen Menschen. Wir beten, dass Friede kommt in dieses Land. Wir beten auch für Präsident Putin, dass du ihn abwendest von seinem bösen Tun. Wir beten, dass er nicht mehr inspiriert werden kann von der Finsternis. Wir beten, Herr, dass dein Heiliger Geist kommt und die Ketten des Bösen gebrochen werden, die Inspiration der Finsternis zerschlagen wird in dem Namen Jesu Christi. Und wir sprechen aus, dein Reich komme, Vater, deine Herrschaft komme und die Herrschaft der Finsternis muss gehen. Und dein Wille, Vater, geschehe und der Wille der Finsternis muss zerbrochen werden. Wie im Himmel, so auf der Erde soll passieren, Vater im Himmel, was du geplant hast. Und wir danken dir, dass dein Arm mächtig und stark ist über der ganzen Ukraine, über all den Menschen in Jesu mächtigen Namen. Wir segnen auch die Türkei und Syrien.
nach diesem schweren Erdbeben und die vielen, vielen Menschen. Und wir beten, dass sie ihre Hoffnung, ihre Hilfe bei dir suchen und finden. Wir beten, Herr, dass ein mächtiger Strom der Erweckung und des Aufbruchs in den Herzen der Menschen stattfindet, weil sie wissen, nur noch Gott, der Vater im Himmel, der uns liebt, der kann uns helfen. Danke, Herr, für deine Gnade und deine Hilfe, gerade jetzt in Jesu Namen. Wir beten auch heute Morgen für unsere Regierung in Berlin, unsere Ministerpräsidenten überall in den Ländern, unsere Bürgermeister, Stadträte, alle, die in Verantwortung sind in unserem Land. Wir segnen sie, Vater im Himmel, in dem Namen Jesus. Alle die Verantwortungsträger in unserem Land, sie sollen gesegnet sein in dem Namen Jesu Christi. Wir beten auch, dass du unser Land reinigst heute Morgen. Auch von all dem, was in dieser besonderen Fasnachtszeit passiert ist, was nicht gut war, was dir nicht gefallen hat, was gegen deinen Willen war, was unrein und unheilig war. Herr, wir beten, dass dein heiliges Blut unser Land reinigt und dass es weiß gewaschen wird wie Schnee. Und wir beten auch stellvertretend um Vergebung für alle Schuld und Sünde, wo Menschen dich gelästert haben, wo Menschen gegen deinen Namen böse Dinge unternommen haben. Vater im Himmel, wir stehen als deine Kirche auf und sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, Herr, auch hier in unserem Land, sondern erlöse uns von dem Bösen, von dem Negativen, von dem Teuflischen, von dem, was Menschen zerstört. Erlöse uns davon, denn dann ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in alle Ewigkeiten, die Ewigkeiten, in Jesu Namen. In yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Die Bibel sagt, er ist höher als alle Namen. Und in diesem Namen wird sich jedes Knie beugen. Jede Zunge wird bekennen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, dass er der Kyrios ist. Kyrios ist die höchste Ehrenbezeichnung des damaligen römischen Kaisers gewesen. Das heißt, des mächtigen Mannes auf der Erde. Aber unser Kyrios, ihr Lieben, unser Herr, ist der mächtigste im ganzen Universum und auf der Erde. Und sein Name ist Jesus. Und dieser Name, wo immer er ausgerufen ist, wo immer dieser Name bekannt gemacht wird, da zittert die unsichtbare böse Welt, sagt uns die Heilige Schrift. Und ich spüre etwas in meinem Herzen in diesem Augenblick, wie die dämonische Welt in Angst und Schrecken kommt, wo immer der Name Jesus angebetet und verherrlicht wird. Lass uns nochmal seinen Namen ausrufen. Über dem ganzen Land, über der ganzen Stadt, über deiner Familie, über deiner Schule, über deine Arbeitsstelle. Yeshua, der Name, der über alle Namen ist. Ah.
Geist redet gerade zu meinem Herzen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt in diesem Augenblick für die Kinder beten. Vor wenigen Wochen, 2-3 Wochen, hat einer unserer Freunde und Propheten hier etwas geweissagt, prophetisch gesprochen über die Kinder. Und da wartet eine mächtige Heimsuchung Gottes auf die Kinder. Auch hier im Haus, ja, so klar und auch deutlich, fast mit Zeitpunkten und mit äußeren Dingen und Zeichen verbunden. Und im Buch der Klagelieder, ein Buch, das wir eher selten lesen, ja, Klagelieder des Jeremia, da steht: Und erhebe deine Hände, erhebe deine Hände für das Leben deiner Kinder. Und ich dachte mir, genau das werden wir jetzt tun. Wir erheben unsere Hände für das Leben unserer Kinder. Die haben so nicht einfach heute mit den ganzen Medien, Internet und oft ist das Internet heute praktisch die viereckige Großmutter, ja, wo sie erzogen werden durch das Internet. Und da kommt so viel Schmutz, so viel Negatives, Falsches rüber. Und die Seelen sind so schwach und so noch unreif und noch nicht unterscheidungsfähig. Aber wenn wir für die Kinder beten, dann wird Gott seinen mächtigen Arm bewegen. Und er ist 1000-mal stärker als das Internet. 1000-mal stärker als alle Macht der Finsternis. 1000-mal stärker als alle Einflüsse dieser Welt. Und lass uns mal gerade für das Leben der Kinder beten. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du jetzt fällst auf die Next Generation, auf die Generation der Kinder, auf die, die neu geboren sind und auf die Kindergartenkinder und die Schul-, die Grundschulkinder und die Pre-Teens und Teens. Wir beten, dass du wehst mit einem mächtigen Wind über die Seelen der Kinder und dass ein Feuer der Liebe auf die Kinder fällt. Wir beten, dass du sie beschützt von den negativen Einflüssen dieser Welt und der Finsternis. Wir beten um die Errettung von Millionen von Kindern in unserem Land. Heiliger Geist, weh du mit großer Kraft und Herrlichkeit über diese wunderbare, wunderbare Generation, die auf dieses Land zukommt. Herr, wir segnen sie mit dem Schutz deiner Engel. Vater, wir segnen sie, indem sie deine Worte hören und spüren. Es gibt einen Gott, der für mich da ist. Und wir beten für Millionen von Entscheidungen, von Kinderherzen für den Messias in unserem Land. Millionen von Kindern, die sich zu dir wenden, dem lebendigen Gott, in dem Namen Jesu Christi. Wir beten auch für die jungen Leute, Herr, überall in den Schulen. Wir beten, Herr, in den Universitäten, dass dein Heiliger Geist auf sie kommt und fällt und dass ihre Herzen gereinigt werden und ausgerichtet werden auf dich, den hellen Morgenstern, den Retter der Menschen, in Jesu Namen, der ihnen Zukunft und Hoffnung und Wegweisung gibt. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Danke von ganzem Herzen. Segne auch gerade besonders die einsamen Menschen in unserem Land, die alleine sind, die niemand haben. Komm du gerade und begegne ihnen. Ich bete, Herr, dass sie auch auf deine Broadcasts, auf deine Sendungen aufmerksam werden und Hoffnung, Zuversicht in ihrem Zuhause finden, in dem Namen Jesu Christi. Löse auch gerade deine Kraft heute Morgen, Herr, über den Kranken, die jetzt zugeschaltet sind, die gebunden sind. Komm mit deiner Kraft über sie und lass sie spüren, wie deine heilende Macht über ihren Körper, ihre Seele und über ihren Geist fließt, in dem Namen Jesu Christi. Danke, Herr, dass du auch mit denen bist, die die Hoffnung in diesem Leben gerade aufgegeben haben. Ich bete, dass in diesem Augenblick der Geist der Hoffnung neu in ihr Leben hineinkommt. Denn der Herr hat gesagt, Jeremia 29, dass er dir Hoffnung und Zukunft gibt und dass er einen Plan hat für dein Leben. In Jesu mächtigen Namen. Danke, Herr, auch für den Geist der Prophetie überall im ganzen Land. Den Geist des Hörens auf deine Stimme. Prophetisches Gebet. Wir beten, dass Gebet freigesetzt wird überall im Land wie nie zuvor. Der Geist der Fürbitte, des Flehens und des Gebets. So Menschen nachts aufwächst, Herr, die aufstehen und vor deinem Angesicht verbringen. Danke für den Geist der Anbetung, dass das ganze Land gefüllt wird mit Anbetern Gottes. Denn die suchst du, Herr, die dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Das ganze Land soll gefüllt werden mit Worship des allmächtigen Gottes, mit der Anbetung unseres Gottes und Königs in dem Namen Jesus. Danke, Herr, danke, dass der Himmel auf die Erde kommt. In Jesu Namen. Wow, ihr Lieben, wollen wir unserem Herrn, unserem König,
unserem Meister heute Morgen mal einen mächtigen, königlichen, majestätischen Applaus geben. Wow, was für ein Morgen. So schön, dass du da bist. So schön, dass ihr am Livestream seid. Ich bin so gespannt, was in den Kleingruppen alles passieren wird. Ja, ihr Lieben, wir sind schon am Ende unseres Morgentauschs heute, aber nicht am Ende mit dem, was Gott in deinem Leben tut. Das nimmt ja gerade richtig Fahrt auf. Auch was gerade passiert, ihr Lieben, wir müssen irgendwie schauen, wie wir Sonntag die vielen Menschen gut unterbringen. Wir müssen neue Stühle dazu stellen. Am Morgen habe ich gesehen, oben auf den Stufen saßen sie. Es ist wirklich eine erweckliche Zeit. Und wenn dich die Menschen auf der Straße schon ansprechen, ja, du sie einfach einladen brauchst, in Gottesdienst nicht kommen, das ist etwas unwahrscheinlich Schönes. Am Donnerstag kommt unser nächster Morgentau. Dann wieder über die Psalmen, du bist so herzlich eingeladen. Und dann am Sonntag unsere beiden Gottesdienste mit Taufe. Wir haben wieder so viele Dutzende Menschen, die sich zur Taufe angemeldet haben. Wir freuen uns darauf. Sei mit dabei, 9 Uhr und 11 Uhr. 11 Uhr auch am Livestream. Und nächsten Dienstag freue ich mich schon. Unsere nächste Lektion über Befreiung. Es wird hochspannend. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Und wenn du weit weg wohnst von Stuttgart, du kannst nicht hier dabei sein, live, was passiert. Du kannst über unseren Internetcampus, kannst du hier Teil werden von dem, was gerade passiert. Geh auf unsere Webseite, oben der zweite Button, ja, Internetcampus, da kannst du Teil werden von dem, was hier passiert. Und wir sind so dankbar, wenn du auch einen Kommentar hinterlässt, wenn dir das gefallen hat, wenn es dich inspiriert, das hilft uns und anderen so sehr, wenn du einfach was schreibst, was dir wichtig geworden ist. Vielen Dank dafür. Und jetzt wünschen wir dir und deinem ganzen Haus und alle, die um dich herum sind, einen herrlichen, starken Tag und ganz viel Segen von Gott in dieser Woche.